Früher haben sich die Herren des SV München-Laim auf dem Rasen getroffen. Heute duellieren sie sich im königlichen Hirschgarten beim Eisstockschießen. Der 84-jährige Hans ist schon seit seiner Jugend Mitglied im Verein. Das Eisstockschießen jeden Dienstag, für ihn eine große Gaudi. Ich darf mich jetzt auch mal an der Eisbahn ausprobieren und der Hans wird mir jetzt mal erklären, wie das mit dem Eisstockschießen funktioniert. Ja, Corinna, das mache ich gerne. Ich bin zwar kein so großes Bewegungstalent und nicht der beste Eisstockschütze, aber jetzt versuchen wir es zusammen einmal. Gehst ein bisschen in die Knie, so wie ich, und dann legst du den Stock nach Möglichkeit flach auf. So, ziehst du schön durch, schwingst durch, so, und schaust, dass er schön flach am Boden ist. War schon, das war fürs erste Mal absolut gut. So geht es also richtig. Aber was ist denn jetzt eigentlich das Ziel des Spiels? Eine Taube, sogenannte Taube. Die muss angezielt werden, angeschossen werden. Und immer der am nächsten ist, der bekommt dann einen Punkt. Das heißt, in Zahlen ausgedrückt, wenn er nur einmal diese Nähe hat, dann kriegt er 3 Punkte. Eisstockschießen ist eine traditionelle Sportart in Bayern und vor allem im alpenländischen Raum bekannt. Mittlerweile gibt es in München zahlreiche Orte, an denen die beliebte Sportart ausgeübt werden kann. Neben künstlichen Eisbahnen, wie hier im Hirschgarten, werden auch Bahnen aus Kunststoff immer beliebter. Die wachsende Beliebtheit hat auch damit zu tun, dass halt das Heimatsgefühl der Jugend auch wieder zurückkommt. Und dann noch dazu, dass Entertainment natürlich nach der ganzen Corona-Zeit, die uns alle beschäftigt hat, natürlich Firmen, Geburtstage, Familienfeiern, Freundeskreise natürlich wieder Beschäftigung brauchen, Alternativen suchen. Das Eisstockschießen ist also eine Sportart für jeden. Und Hans beweist, Bewegung an der frischen Luft macht nicht nur Spaß, sondern hält auch fit bis ins hohe Alter und schweißt Jung und Alt zusammen.